Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich heute hier aus Estland, Tallinn genauer gesagt. Wir sind hier in der Altstadt. Die gehört übrigens inzwischen zum Weltkulturerbe, habe ich gelesen. Und man fühlt sich hier so total ins Mittelalter zurückversetzt. Es ist sehr idyllisch. Das Wetter ist leider nicht ganz auf unserer Seite heute, aber es hat jetzt zumindest aufgehört zu regnen. Und von daher können wir jetzt die Zeit hier ein bisschen besser genießen. Und ich werde euch noch ein paar Eindrücke hier einfangen. Das war Tallinn, Estland. Wir sind jetzt wieder zurück. Also wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zur EDA. Ich habe eben schon gesagt, ich weiß nicht, ob das an meinem Urlaubsmodus inzwischen liegt oder woran auch immer. Ich bin irgendwo von den vielen Eindrücken geschafft. Wobei ich eher vermute, dass es auch ein bisschen an den vielen Energien liegt und den vielen Eindrücken, die man hier jeden Tag hat. Anderes Land jeden Tag, sehr interessant, aber die vielen Energien, in die man sich dann einfach hineinbegibt, ich glaube, die schaffen mich gerade ein bisschen, aber auch das darf sein. Nur hier Tallinn ist auf jeden Fall eine Reise wert, es ist hier
wie ich eingangs ja schon gesagt habe, wunderschön. Wettergott hat inzwischen auch mitgespielt, es regnet nicht mehr und ja, wir schauen jetzt, dass wir unseren Bus bekommen, der uns dann zurück zum Schiff bringt und dann ist wieder Relaxen angesagt und morgen melde ich mich dann aus Stockholm. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, schicke euch eine herzliche Umarmung, danke für dein Interesse, für euer Dabeisein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal aus Stockholm. Bis dahin, ciao, ciao.